So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von mir, dem Koto und dem Kilian. Hallo, ich bin auch wieder dabei, wie immer. Ja, und wie ihr seht, ist es schon, wie ihr es wahrscheinlich schon seht, ist es Pokémon Platin. Ja, wir machen jetzt einfach das Intro durch. Ich mache es auch jetzt ein bisschen langsamer, oder soll ich es vorlesen? Wie du willst, also, mir ist Ja, das egal, ich es ist glaube, deine ja, Folge. stimmt, ich lese es, glaube ich, einfach vor. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Ja, ich brauche Ich keine glaube Infos. nicht, dass du Info brauchst. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Wahrscheinlich mit der Maus. Yep. Ein Haspidor. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon in den Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht einfach ein bisschen über dich? Rätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Also. Ja, ich denke schon, dass ich ein Junge bin. Ja. Ja, beim Namen haben wir uns jetzt noch gar nicht drauf geeinigt, stimmt. oder? Wenn man auf den offiziellen geht, dann. Oh Gott, was war sein offizieller Name nochmal? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also, entweder wir nehmen Lucius Was hat. oder. Ansonsten Diamond. Was hatten wir im letzten Let's Play? Wahrscheinlich der Originalname, Da ne? hatten wir Black. Ah, Black. Oh nein, das ist scheiße. Okay. Mach aber den Rest klein. Nur den Anfang Caps. Zurück. Ja, Lucian hört sich, ist, glaube ich, besser. Lucius. Ich bin Oder mir zumindest Lucius. sicher. So. Mit US. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit UU oder mit U geschrieben ist. Da bin ich mir ernsthaft nicht mehr sicher. Ich meine aber mit UU. Bin mir jetzt nicht. Also, Ich weiß es eigentlich nicht. ist es egal, oder? Es ist egal. Ich finde, das mit nur U hört, sieht besser aus. Wie du meinst, müssen wir nur die nächsten 60 Folgen, was auch immer, damit spielen. Die nächsten 2 Jahre. Hoffen wir mal, dass es nicht so wird. Okay. Sehr schön. Du bist also Lucius. Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier. Ich glaube, das ist dein Freund. Der wohl heißt. Also, wir haben hier zwei Möglichkeiten hier wieder. Entweder Pearl Ja. oder Barry. Ich Das wäre, wäre. wenn, das wär die offiziellen Namen von ihm. Also ich bin für Gary. Also Lutz ist zu nah an unserem Namen auf jeden Fall. Nee, Achso, also Barry oder Gary? Barry. Mit B also. Ja. Dann machen wir mit B. Mit Doppel-R schreibt man das. Y. Das So. ist zumindest sein Anime-Name. Barry, sagst du? So heißt dein Freund also? Ja. Nun, Lucius, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichten schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Also ich muss auf definitiv die Textgeschwindigkeit Ja, umstellen. das ist das auch das allererste, was du bitte machst. Texttempo auf 3, bitte. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Eibe hinterlassen. Und damit beenden wir unsere Sondersendung Frag Professor Eibe. Ihr Jubel statt TV.
Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Okay, oh Gott, ich habe mich bewegt. Ich wollte es dir gerade noch sagen, aber das war zu spät. Ja. Da bist du ja. Hey Lucius, hast du das gerade im TV gesehen? Klar hast du. Professor Eibe ist dieser super wichtige Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch stärkeweise Säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen und er gibt uns welche. Ab, bestimmt. Hey, ist das ein neuer PC? Wo war ich stehen geblieben? Oh ja, richtig. Also wir gehen zu Professor Eibe und holen uns Pokémon. Ich warte dann mal draußen. Mach schon, Lucius. Komm nicht zu spät, sonst musst du die Strafe zahlen. Musst du Strafe zahlen, aber egal. So. Liga. Das war der falsche Knopf. Achso, okay, stimmt. Ich habe auf D gedrückt. Nicht bewegen, einfach. Wo ist es? S, glaube ich. Nee, auf F? Okay. 3. Oh, es war schon auf 2, war trotzdem ziemlich langsam. Ja. Das kann alles so bleiben. Okay. Den Rahmen mache ich dann. Ups, falsche Taste schon wieder. So. Solange das Texttempo jetzt auf 3 ist, ist das Wichtigste erstmal gemacht. Die sehen es immer gleich, oder? Lucius, Barry ist schon weg. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Oh, die redet gar nicht viel. Gott sei Dank. Okay. Lucius, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon können dich angreifen. Wenn du durch hohes Gras gehst, das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest. Aber pass auf dich auf, Liebling. Das gute alte Zweiblattdorf. Also ich erinnere mich an Pokémon Platin so absolut gar nicht. Für mich ist das alles neu, so gesehen. Die Sinnoh-Region ist in dem Haus, da musst du rein. Das Einzige, was noch einen Briefkasten hat. Ja, genau da. Der rennt jetzt eh gleich in dich rein. Bums! Das macht er öfter. Was? Wie? Oh, hey, Lucius! Hey, ich gehe zur Professor Eibe. Und du kommst mit. Beeil dich. Ach, hab was vergessen. Ist das Professor Eibe oder Professor Eib? Eibe heißt Eibe, okay. Musst ihm jetzt hinterher gehen. Ich habe mich nur gewundert, vielleicht weil es Englisch ist, dass es dann einfach nett ausgesprochen. Im Englischen heißt er Professor Rowan, also das hat damit nicht wirklich was zu tun. Die Professoren sind alle nach Bäumen benannt. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh, hey, Lucius. Ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Strafe, wenn du zu spät kommst. Ist ja überhaupt nicht übertrieben. Ach, das wird bestimmt später kein Problem sein. Ich weiß gar nicht, ob das Geldmaximum in der 4. Gen schon über der Million war. Du musst nach Norden. Ah, stimmt, auf der Straße. Es ist, glaube ich, das erste. Bist du langsam. Also gut, lass uns zu Professor Eibes Labor gehen. Was? Geh nicht ins hohe Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keinen Pokémon haben. Vertrau mir einfach, ich habe da eine großartige Idee. Hör zu, du weißt, dass wilde Pokémon dich angreifen, wenn du durch hohes Gras läufst, nicht wahr? Also musst du nur schnell genug von einem Fleck Gras zum nächsten rennen. Bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir Sandgeme erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleib mir dicht auf den Fersen. So, los geht's. Auf die Plätze. Wartet! Ihr beide besitzt doch gar kein Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durch hohes Gras gehen? Hey Lucius, dieser Opi,
Das ist Professor Eibel, hab ich recht? Was macht er hier? Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollen. Hm. Was tun? Was tun? Ihre Welt würde sich mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Ihr beide. Ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Ja. Sicher. Sicher lieben wir Pokémon. Sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal. Ihr beide. Ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie bitte? Das kann man uns noch tausendmal fragen. Die Antwort wird sich nie ändern. Wir werden tausendmal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch, oder Lucius? Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon? Ich denke mit Schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte ich eher auf ein Pokémon. Denn ich war es, der unbedingt durch das hohe Gras wollte. Das nenne ich ehrlich. Also gut, ich vertraue euch beiden Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in Gefahr bringt. So. Wo hab ich's nur? Professor Eibel, Sie haben Ihre Tasche am See vergessen. Oh, stimmt etwas nicht? Das ist sie. Du kommst genau richtig, Lucia. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber diese Pokémon sind schwer uns zu ersetzen. Sind Sie sicher, dass Sie sie abgeben wollen? Wir leben Seite an Seite mit den Pokémon. Und für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beide ist heute die Zeit gekommen. Hier und jetzt. Nur zu. Öffnet die Tasche und wählt eure Pokémon. Wirklich? Professor Eibel, ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich, dass ich nur noch grinsen kann. Lucius, du kannst zuerst wählen. Hey, ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Da kann ich mich ruhig in Zurückhaltung üben. Der und erwachsen. Von allen Rivalen ist der, der am wenigsten erwachsen ist, finde ich. Achso, ich muss direkt zur Tasche. Ich wollte gerade schon sagen, das ist irgendwie das erste Pokémon, wo man nicht im ersten Dorf das Pokémon bekommt, aber man bekommt es ja direkt außerhalb. Pokémon X und Y kriegst du es auch erst im zweiten Dorf, aber es liegt daran, dass Route 1 dort komplett ohne hohes Gras ist. So, ich glaube, das hier ist es, genau. Denn ich nehme Panflam. Dann wähle ich dich. Ich nehme dieses Plinfer. Sehr gut, ihr beiden habt eine gute Wahl getroffen. Aber nun hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in meinem Labor in St. Gemetzu aufzusuchen. Und nun muss ich aufbrechen. Professor, warten Sie auf mich. Es tut mir leid. Lasst mich bitte durch. Was sagst du dazu? Professor Eibel ist echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. Du darfst dreimal raten, was jetzt kommt. Ein Pokémon-Kampf. Hey, Lucius, nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Okay. Ich wollte so etwas schon immer mal sagen können. Die Zeit ist endlich gekommen. Lucius, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Damit kriegst du auch gleich den allerersten Rivalenkampf. Hey. Ich hoffe, ich verliere den. Geht das überhaupt? Nee, ne? Es ist durchaus möglich. Mach erstmal einen Silberblick. Mal kurz Verteidigung schwächen. Der erste Kampf ist lang genug, dass sich das lohnt. Er senkt auch gleich unseren Angriff. Ja gut. Also. Jetzt kannst du einfach draufhauen. Ja. Im Fall von dem Crit hast du jetzt mehr als einen doppelten Schaden.
leider kein Crit. Sogar mehr als dem Vierfachen. Wann kann ich eigentlich meinen Spitznamen vergeben? Das kommt erst später. Wenn das in meiner Folge passieren wird, dann musst du mir allerdings sagen, was du für einen Spitznamen drauf haben willst, dann gebe ich ihm den drauf. Also, das ist jetzt nicht direkt nur im Kampf, also, sondern erst in deiner Stadt oder so. Ja, in Sandgemmel wirst du dann gefragt, ob du ihm einen Spitznamen geben willst. Also, dann wird's wohl an dir liegen, weil wir sind schon bei 17 Minuten. Ja, ich seh's. So, nochmal Kratzer, ich hoffe, das reicht jetzt. Nee, noch nicht ganz, aber der heult uns sowieso erstmal wieder voll. Das arme Plinfer. Und trägt ein Level ab, oder? Ja, Level 6 ist drin. Ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht und mein Pokémon braucht auch Ruhe. Bis später dann, Lucius. Oh, anstatt dass er einfach wegläuft. Achso, okay. Was ist denn los, Schatz? Du liebes Bisschen. Das hast du alles erlebt? Du und Barry könnt von Glück reden, dass ihr auf Professor Eibel getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Lucius, ich denke, du solltest Professor Eibel einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Sandgemme, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Oh, ich habe hier noch etwas für dich. Hier, Lucius, zieh die an. Oh, die Turbo-Träder. Gott sei Dank. Ja. Nach Sandgemme zu gehen, ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbo-Trädern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Ja, das wissen wir. Jetzt wird die Fourth Wall wieder gebrochen. Na, das ist doch mal mehr als praktisch. So, dann hätten wir das jetzt geschafft. Ich gehe jetzt gerade noch vor das Gras und dann werde ich dich eigentlich schon da rauslassen. Oder wir reden noch mit ihm. Bist du langsam? Lucius, ich bin die Warterei leid. Ich besuche Professor Eibel und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist eine blendende Idee gekommen. Hör zu. Du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Und nun denk mal nach. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Das macht Professor Eibel bestimmt glücklich, da bin ich mir sicher. Du und ich, zusammen kann uns niemand was. Es stimmt übrigens wirklich, dass an diesem See ein legendäres Pokémon lebt. Das ist aber neu, das ist ein Diamantnetz gewesen, oder? Doch, auch. Dort lebt Westbrit. Nee, ich meine jetzt nicht das legendäre Pokémon, sondern dass er mir hinterherläuft. Das kann gut sein, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Genau. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und mein Bruder kommt jetzt gerade ins Zimmer rein. Dann speichere ich noch schnell. Und ich mach den Cut. Auf Wiedersehen.